teste den größten Beauty-Hype in Korea. Ob BTS oder Blackpink oder irgendein anderer K-Star, alle nutzen gerade so einen Spachtel und so eine Spachtelplatze, um Foundation oder Concealer aufs Gesicht zu übertragen. Weil man genau damit ein ebenmäßigeres Gesichtsbild herstellen kann, als mit Blender und Pinsel. Wir probieren jetzt einfach aus, let's go. So, das erste, was wir brauchen, ist halt diese Spachtel. Die hat sogar eine Hülle dabei und das hat ungefähr 1,50 Euro gekostet. Und wir haben diese Palette. So, jetzt kann ich da drauf ein Produkt verteilen, zum Beispiel jetzt ein bisschen Concealer. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal was davon. Das ist wie Nutella. Das ist so wie Nutella auf Brot schmieren. Leute, das Ding ist, das lässt sich halt unnormal gut auftragen, aber ich habe das Gefühl, es ist zu viel Produkt auf einer Stelle. Ich habe es jetzt aufgetragen und ich versuche jetzt mal alles zu verblenden. Oh mein Gott, Alter. Ich habe jetzt ganz wenig hier drauf gepackt und einen Spaten abgerieben und hier drauf geschmiert. Das war so ebenmäßig. Der Nachteil, man muss halt irgendwie alles wieder sauber machen, aber dafür ist das Produkt am Ende sehr gut aufgetragen. Kein Wunder, dass die ganzen Koreaner momentan nur damit arbeiten.